Der andere sitzt aber noch links davon. Okay. Die anderen hat es erschreckt, die sind weggerannt. Einfach die Falle unter dem Bauch geschmissen. Und kann bestellen. Hallo und willkommen zurück bei Sons of the Forest. Immer noch bei uns zu Hause. Jetzt werden wir gleich mal gucken, eventuell Marie schlachten, dass wir noch den letzten Kugelscheuchen, Tierpelz, Rüstungstypen hinstellen können. Und den Gleiter wollen wir uns auch nochmal holen und damit nochmal gucken, ob man damit auch schön springen kann, weil dann würde sich ja so ein Turm erübeln. Wenn du denn hier hochfliegst und richtig hochkommst und dann losfliegen kannst. Ja. Aber ich sehe das noch nicht, dass das so funktioniert. Ja, was? Wo kriegt man den Gleiter her? In der Stelle, weiß ich nur. Das ist wahrscheinlich wieder Kilometer weit weg. Ja, das ist ein Stückchen weit weg, ja. Aber... ja. Aber wir bauen uns eine schöne Hängebrücke. Aber bauen wolltest du nicht, wa? Kannst du nebenher machen. Ohne. Nebenher, wenn wir losgehen? Nee, nachts, wenn ich schlafe. Ich müsste die von oben, von unserem hier oben, müsste die Hängebrücke abgehen. Von hier. Aber das geht nicht. Aber dann kommen die ja auch zu uns rüber, wa? Die Bösen. Ja, aber hier eine Hängebrücke rüberbauen? Wird wahrscheinlich nicht hin. Kommt man ja nicht hoch. Doch, den Balken. Ja, aber so, das ist ja so ein doofes Hoch. Ja, das ist doofes Hoch. Wenn nicht, kommst du hier hoch. Aber... könnte man nur, wenn man hier zwei Dinger hinpackt, vielleicht. Hier. No. Ja, wohin? Nimm dir mal. Zwei Balken. Achso. Oder nee, nimm dir mal zu spät. Ja, du kriegst das doch mit dem Balken nicht hin, ob gerade oder nicht gerade. Weißt du nicht? Seil. Doch, das weiß ich. Nimm dir mal ein Seil in der Hand und knipper das. Also warte, das Knipper. Dann kommt hier. Unten an der Schräge in so ein Pfeil zu dir. Mhm. Ah, drück mal. Hab ich. Linke Maustaste. Okay. Nee. Wie nee? Beim Rutschen? Nur linke Maustaste und dann gehst du los. Ach so. Dann wird das immer länger. So. Verliere ich das, wenn ich schwimme? Ja. Dann kann ich ja nicht rüber hin. Warum? Ist doch flach hier. Kommst ja, rüber. Ich dachte, ich kann, muss gerade gehen damit. Ist schon rot. Das Seil. Schon rot? Schon lange. Bis wo ist nicht weiß? Na, bis kurz vor das Haus. Vielleicht ist es aber auch nur, weil es nicht gerade ist. Ich guck mal. Oder weil keine Balken da liegen, wo es mündet. Ja. Ich müsste so ungefähr ausloten, wo es hingeht. Dass ich die Balken da hinlegen kann. Nee, geht aber nicht, ist rot. Ja, komm noch mit. Dich da ran. Das war, als die Terrasse hier endet hat, war es schon aus. Echt? Ja. Obwohl. Hat obwohl. Leg mal die Balken hin. Weil das ist teilweise rot und teilweise weiß. Das Seil. Am Ende ist es weiß, aber alles ringsrüber ist rot.
Geht nicht. Seil. Da muss man Zwischenstationen bauen, bestimmt, wa? Ist auch doof. Ja, ich dachte, das geht einfacher. Ja, die Goy dachte, dass er dir dann einfach drei Seile aus der Tasche rausnimmt und dann... Wahrscheinlich nur so lang, wie das Seil wäre. Ein Stückchen halt. Ja, dann muss man immer da so eine Zwischenstation machen. Das sieht ja doof aus. Ja, das geht ja auch nicht auf dem Wasser. Ist wirklich nicht weit. Nee. Kann mehr sein. Ich dachte, gibt... Ach doch, nur wenn was im Weg... Also bis hier würde es gehen. Ach, ernsthaft, ja? Bis hier würde es gehen. Oder müssen wir die Bäume da in der Mitte abhacken? Du mal. Okay, schön. Achso, du machst das ja nicht. Könnte man hier eine Zwischenstation machen? Genau hier. Da müsste man einige Balken hoch machen. Ah, das sieht bestimmt doof aus mit so einem Zwischending, wa? Ist nicht. Ich meine, können wir probieren, aber... Ah, müssen bestimmt... Oh, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann die Schräge und dann noch oben zwei. Scheiße, das sieht doch scheiße aus, wenn du da so eine Holzwand mitten im Wasser hast. Ja, du kannst das ja, glaube ich, wegnehmen irgendwann. Wieder. Mhm. Da bin ich immer gespannt. Da bleibt ja dann, sollte ja eigentlich nur der Balken bleiben, oder? Tja, ich weiß auch nicht. So, ein bisschen probieren. So, ob der zu hinhaut. Ich weiß nicht, ob die Seilbahn schräg geht, also schräg nach unten und dann wieder schräg nach oben. Das kann ich dir nicht sagen. Aber eigentlich, ich glaube nicht, dass man die so hoch bauen muss, die komische Wand. Erstmal können wir probieren und dann können wir gucken, ob wir was wegnehmen können. Glaube ich nicht. Ja. So schräg würde ich nicht gehen. Was willst du jetzt machen? Ja, ich wollte eigentlich hier so um die Ecke noch. Weil auf dem Wasser kriegen wir ja nicht hin. Kriegen wir hier was hin? Jetzt wird er duster. Ich weiß nicht, ob der jetzt so schräg nimmt.
die mal. Dann pack die mal hier übereinander. Wo ich bin. Ich sehe nicht mehr sehr viel. Wo bist du? Hier? Wo? Ja, über. Hier, Insel. Pack die mal da drüber. Vielleicht? So? Ach, da, Ditte, machen wir das mal hin. Ja. Ich glaube, das ist zu schräg. Ja, das geht bestimmt nicht so einfach. Naja, das eins ist gerade und das andere ist sehr schräg. Deswegen geht das nicht. Weil doch zu tief ist irgendwie. Wir müssen erstmal hell machen. Na egal. Können wir andermal machen. Wir machen hell und dann gehen wir einen Gleiter holen oder irgendwas. Bisschen schlachten, kleinen Ausflug. Wir machen hell. Wir machen hell. Ist hell. Trinken, essen und dann können wir nochmal gucken, ob da hinten eine Rehe auf der Wiese liegt. Ob das klappt mit der Falle. Achso, ja. Bevor wir losrennen. Weiß ja, ja nicht, vielleicht liegen auch zwei. Ja, aber wir haben bloß eine Falle. Können wir die nicht in die Mitte von drei Rehen werfen? Bringt nichts. Nee, wenn ich eine Granate reinwerfe, werden sie wohl zerfetzen. Na gut, aber wir könnten trotzdem die Pelle holen. Na denn, nimm mal erstmal die Falle mit. Du musst auch trinken, ich muss auch essen. Stimmt. Zack. Dann ist noch. Sommer, ne? Kann sein, ja. So. Falle. Wo waren die? Ich glaube, hier drüben, wa? Ja. Geh mal kicken. Hierchen. Ja, wenn du gucken gehst, verscheuchst du sie. Nein, ich gehe ganz leise. Ja, trotzdem. Eigentlich sind die hier drüben immer. Da hat schon eins gepiept. Da steht eins am Wasser, aber das steht. Der andere sitzt aber noch links davon. Okay. Die anderen hat das erschreckt, die sind weggerannt. Einfach die Falle unterm Bauch geschmissen. Und Kappenstein. Ich schlitze auf. Ja. Oh, kann man das normal machen? Ja, ist keine mehr da. Ah, ich hab noch Fleisch. Oh, guck, wie traurig Bambi ist. Oh, fuck. Was nun? Ich hab die Falle nicht mehr, krieg ich gerade. So, nun? Und nun? Brauchen wir noch eins? Die anderen kriegen. Ja, wir brauchen 20 Fälle. Okay. Da hinten läuft eins im Wald, aber laufen ist scheiße, wa? Ja, muss eben schnell rechts, ran. Irgendwie. Rechts von dir? Auf dem anderen Ufer? Ein bisschen weiter nach unten gucken, rechts? Jetzt links? Siehst du? Ja, ob man da so schnell hinkommt? Der hält ja irgendwann kurz an. Okay. Weg. Schade. Okay. Da drüben am Wasser stehen auch nochmal zwei, glaube ich. Aber die stehen auch. Wir keins. Brauchen liegende. Nee, da sind jetzt die Bäume davor. Vielleicht war doch keins. Ja, die sind doch hier irgendwo im Wald, die quieten noch. Die anderen zwei müssen ja auch hier herrennt sein, die wir verscheucht haben. Da rennt ins zurück zu unserer Base.
Oh, da ist eins. Na. Scheiße, die sind zu schnell. Die müssen sich sonnen, denn. Dann müssen wir so schießen. Hier mit Pistole oder so. Ja. Ich erstmal die Falle wieder zu. Bomb mal Vicky hoch. Ah nee, dann ist er tot, wa? Oh nee, die ist so lieb. Die hat mir nichts über. Danke für nichts. Doch, ein Stock. Echt? Blöbig. Oh, der Teig gekriegt. Da fliegt das. Zack. Kannst wieder entschlachten. Das macht schön. Mir Spaß. Mehr. Jetzt haben wir schon ein paar Fälle. Fünf oder so. Tja. Das Ding ist geil. Könnte man ja hier stehen lassen eigentlich. Ja, vielleicht rennen sie darin. Hängen wir noch schnell Fleisch an und dann können wir los. Das sehen wir ja, wenn sie losfliegen. Ja, guckt man ja auch nicht immer hin. Packt das mal hier hin. Hier wollt. Saß nicht in eine hier? Na doch, an dem Stein hier, oder? Dann lass ich das mal hier liegen, die Falle. Dann nehme ich meinen Revolver. Und dann müssen wir ein paar Rehe schießen, dass wir den scheiß Rüstungsstern nach voll kriegen. Ja. Ja, und dabei den Gleiter suchen noch schnell. So. Boah. Ja, dann müssen wir eigentlich auch nicht. Ja, ich würde jetzt einfach darüber gehen, in Schneegebiet, da in Richtung da irgendwo lang gehen, oder? Ja. Oder zurück, ich weiß nicht. Wir sind doch zum Golfplatz gelaufen und sind doch ja, aber, da rumgegangen. Ja, aber wo der war im Endeffekt? Dann haben wir den da gefunden irgendwo. Der war aber mehr so im Grünen, oder? Ja. Los, Pistole raus. Also wir haben ihn im Wald auf jeden Fall gehabt. An so einem kleinen Lager, den ersten. Ja, das muss ja hier drüben gewesen sein. Damit er selber anfahren kann. Das war mitten im Wald. Ja, das war so unterhalb. Aber das war nicht auf der Seite, oder? Oh, ich wüsste. Doch, sind wir nicht hier rumgelaufen zu dem grünen Punkt? Oh. Doch, sind wir. Warum ist da überhaupt ein grüner Punkt? Da dürfte keiner sein. Ach so, das ist der Bunker am Golfplatz. Wahrscheinlich. Okay. Ja, hier ist unsere Wiese, wo irgendwann mal Bäume waren, auch an den Hängen und den Berg runter und so. Hier gibt's jetzt nur noch eine Handvoll Bäume. Huch. Da war ein Baumstamm im Weg. So, dann gehen wir hier mal lang. Das war ja hier irgendwo unterhalb von dem Berg. Also, das war so ein kleines Camp wieder, ne? Ja, ja. Aber auf einer Anhöhe. Wenn wir ein Reh sehen, erschießen wir. Ja, wenn wir denn treffen. Treffen wir. Ich dachte, hier liegt ein Gleiter. Wir sind, glaube ich, haben gesagt, wir gehen hier rum. Rum, 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 rum und hoch, 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 hoch. Und dann waren wir plötzlich standen wir irgendwo da drin. Das war höher. Ja? Ja. Wir höher gehen? Ich glaube, das war viel höher. Weil wir sind ja von da direkt geflogen. Also muss es ja hoch gewesen sein. So kommt man hier hoch, hier ist so eine Schräge. Aber hier sind keine Rehe. Nee, nicht eins. Der Clover, Marie würde ich treffen. Ja? Jetzt kommen wir, schießen uns hier hoch. Mit unserer Strippe hier. Oder? Ja, meinetwegen. Ah, du Schwein, du Schwein. Kann ich den auch anschießen damit? Ja, kann ich. Oh, drei! Viele. Ich wusste nicht, wo wir landen, wenn wir da hochquatschen jetzt. Na, das sieht nicht so gut aus, als ob das funktioniert. Nee, wieso nicht? Ich sehe keinen Punkt. Na, gehen wir so rum. Irgendwo werden wir schon hochkommen.
Aber es war noch im Grünen, also so weit oben kann es noch nicht gewesen sein. Es war ganz dunkel da. Es war mitten im Wald. Ja. Oder wir reden von einer anderen Stelle, aber es war mitten im Wald auf einem ganz düsteren Lager mit 2 Zelten. Ja, es war auch nicht so weit weg von uns zu Hause, oder? Ja, das weiß ich nicht. Wir sind ein ganz schönes Stückchen geflogen. Und das Camp war eigentlich... Ja, aber wir sind ganz woanders hingeflogen. Wir sind ja genau zu diesem... zu dem Golfplatz geflogen. Ja, das ist da nicht weit weg. Ich würde dann auch mal nach Hause fliegen langsam. Wenn du denn irgendwann mal da bist. Na, wird das denn, junge Frau? Nee. Nee, wa? Dachte ich mir. Oh, ich hab mir meinen schon umgestellt. Ja, es wird ja ein kurzer Weg nach Hause. Tschüss. So. Da. W&S. Hoffentlich stürzen wir nicht wieder ab, ey. W&S und dann stürzen wir. Oh Gott. Die Bäume sind so nah. Die Baumwipfel. Das heißt immer nur Stütet, wenn wir losfliegen. Ist das unser See da unten? Nee, wa? Nee. Da müssen wir Elm anmachen. Nee, wir müssen noch hinter den Tümpel müssen wir noch. Oh Gott. Das wird doch nichts. Meinst du? Klar. W-S. W-S? Na, W&S brauchen wir, oder? Ja, eigentlich ja. Wir stürzen hier einfach durch und lenken, wenn wir hier durch die ersten Bäume durch sind, durch die Gasse, lenken wir einfach nach links. S ist ein bisschen hoch. Kriegst du hin? Hallo? Ja, aber ich sehe dich nicht. Ich bin am Strand. Nee, du bist... Nee, wir müssen nach links. Kannst du dein Handy anmachen und gucken? Trau mich nicht. Da kannst du aufs Häuschen. Wie, trau mich nicht? Du fliegst viel zu tief. Doch, geht höher. Da ist unser Zuhause. Schön aus von oben. Ja, wir haben eine schöne Ecke, wa? Ja, mal langsam ein bisschen runter. Kann man eine Runde drehen hier bei unserer Base. Ja, doch, doch. Sieht schon echt schön aus. Fehlen bloß die Bäume. Ich auf der Terrasse, landen kann. Also auf unser. Oh, das sieht fast nach Hochlandung aus. Im Wasser. Ja. Oh, der treibt den hierher. So. Oh, ich jetzt die Falle hier. Da. Okay, ich bin auf Dach geflogen. Aber es ist gut gewesen. Okay. Dann schmeiß ich den auch erstmal hier hin, dann hole ich mal die Falle. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich kann mal noch ein Riechen überraschen. Gucken, wie ins Licht und pennt. Nee, so schnell kommen die bestimmt nie wieder. Die haben jetzt Angst, die wissen ja, was ihnen blüht. Ein schöner Flug blüht ihnen. Von wo fliegen wir denn ab? Ist ein Leal. Ja, wollen wir ein bisschen höher sein. Von unserem Ding hier vielleicht. Na, höher als hier geht es ja nicht. Da ist viel zu wenig Platz. Hier ist zu wenig Platz. Hier kommst du hoch, ohne zu hüpfen. Ist egal, aber von da unten ist er denn. Das wird nicht reichen. So hoch fliegt man nicht. Na, kannst ja probieren.
glaube, die hat man hingepackt. Ich glaube, man braucht wenigstens ein bisschen erhöhte Position. Scheiße, da war ein Baum. Wir können eine Runde im Tal drehen, aber der... Ich habe auch zuerst versehentlich W gedrückt, anstatt S. Ich hätte gleich S drücken sollen. Hui! Ja, aber nicht hoch hin. Nee, nicht hoch hin. Ach, ärgerlich. Also ja, man kann fliegen, aber dazu brauchst du wirklich eine Position, die ein bisschen höher ist. Oder man baut sich hier eine riesen Rampe irgendwo hin. Also könnte man da oben machen, Richtung Lager. Da könnte man eine Rampe bauen. Da sind noch viele Bäume. Ja, aber dann kannst du ja auch von einer hohen Stelle runterspringen und fliegen. Dann also ist das ja eigentlich nicht ganz so. Aber gut, wir haben es gesehen. Die Dinger spawnen eh weg, wa? Irgendwann, ja. Jetzt, jetzt hätten wir da oben eine Rampe hingebaut. Hier hinten einfach. Hier einfach eine Rampe hingezimmert. Weiß ich nicht, 5, 6 Etagen. Einfach so immer schräger, immer schräger, immer schräger. Und 2 breit. Und oben dann am Ende so eine Dings hier, so ein Prömpel. Prömpel. Dann würden wir es vielleicht mal bis zum Strand schaffen. Das würde vielleicht noch gehen. Könnte man machen. Hast du mich gerettet? Oder hast du ein Reh? Hab dich gerettet. Vor dem Eichhörnchen? Wisst du wovor? Davor. Oh, geht nicht. Jetzt hat er so. Mann, ich hab mich erschrocken. Ich bin hochgehüpft. Oh weia, ich hab viel Leben verloren. Ach Quatsch, da verliert man nicht. Ein Viertel, klar. So. Rehchen, wohin? So, ob so ein Eichhörnchen lässt sich hochsprengen? Warte mal kurz. Hier, vor mir. Das fliegt hoch. Schön, fliegen hoch. Oh, fuck, ey. Und Kelvin? Fliegt nicht. Wir müssen ihn probieren. Wo ist er? Nee, ich glaube, Kelvin, komm mal her. Wir müssen dir mal kurz... Fliegen zeigen. Anderes anziehen. Die geht einfach rüber. Nee, die dürfen wir auch nicht. Das geht nicht. Guck, der passiert nicht. Ja. Wo ist er denn? Der chillt schon wieder, oder? Irgendwo. Ich weiß nicht, eben ist er hier nach oben gerannt, aber. Ich sehe sein K auch nirgendwo. Wo ist das pinke Lottchen? Tot. Meinst du? Weiß nicht, der ist ja nicht auf der Minimap. Doch, da, hinten irgendwo. Ist schon wieder weggerannt. Weggerannt vor lauter Angst. Ich hol mir mal Eichhörnchen. Ah ne, war zu schnell. Da kommt er. Ah ne, ist er nicht. Ich lass die Falle jetzt hier liegen. Nee, die wollten aber den Reden. Egal. Brauchen wir nicht, dann machen wir jetzt Schluss für heute. Was rennst du da rüber? Nicht rübergerannt, du hast mir die zwischen die Füße gelegt. Nee, rübergerannt. Wieder. Ja, weiß ich auch nicht. Sollen wir so eine Rampe mal anfangen? Hast du da Bock drauf, eine kleine Rampe zu bauen? Lass mal nicht latschen. Problem ist nur, wie kommen wir wieder zurück? Latschen! Eigentlich müsste man sich Seilbahnen bauen. Ja. Seilbahnen von dem Wasserfall da, wo wir das Riechen geschlachtet haben, dann immer den Fluss lang runter. Das können wir machen. Aber es ist viel Arbeit. Ja, ja, das stimmt.
Oder eine Rampe. Oder betet. Aber die Rampe geht nur in eine Richtung. Ja, müsste man sich immer den Gleiter holen. Weil den kriegst du ja von da unten nicht wieder zurück nach oben. Ja, das meine ich ja. Wenn wir denn unten sind, da bräuchten wir dann eine Seilbahn nach oben, wieder zu uns zurück. Ein riesiges Verkehrsnetz haben wir denn hier. Ja, das wäre natürlich nicht. Eigentlich wäre es ja nicht schlecht. Dafür ist es ja auch gemacht eigentlich. Dann verwerfen wir unsere Brücke hier. Ich glaube, die würde eh alles verschandeln. Denke ich auch. Unsere Hängebrücke. Wir bauen bloß so eine kleine Hängebrücke da über unseren Bachlauf rüber. So, einfach, dass wir das mal gemacht haben. Und ansonsten, ja, wollen wir so ein Seilbahnsystem bauen? Tja. Das machen wir mal. Damit fangen wir mal an. Dankeschön. Bitteschön. So, leg es hin. Ja, die kommt ja zu mir, nicht zu dir. Zu sehen? Nee, das war meins. Nein. Gut, dann machen wir Schluss für heute und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao.